Seid wieder recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Wieder ohne den Zyphlon geht's hier weiter und wir sind nach wie vor noch in einem oder in der oder wie auch immer Oblivion-Ebene. So, und ich hoffe, es läuft alles glatt, denn ich habe mein Windows komplett neu aufgesetzt, mein Rechner eigentlich komplett neu eingerichtet. Ich hoffe, es ist alles erhalten geblieben, was wir brauchen. Ah, ich bin gespannt. Ah ja, da wartet schon der Nächste auf uns. Ich muss mal ganz kurz was abchecken. Haben wir eventuell... Ja... Klein. Wir bräuchten eine Seele. Mit dieser Seele könnten wir dann quasi den Stein nochmal etwas füllen, um unseren Höllenbogen nochmal etwas aufzufüllen. Ja, vielleicht verballere ich einfach nochmal einen allgemeinen Seelenstein mit seinen 150 Punkten auf den Bogen. Oder lieber doch auf die Schattenjagd. Aber wir machen beides. Ist zwar schade um die Seelensteine, aber ich denke, wir haben diesen Bogen gerade dringend nötig. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Pfeil des Frosts. Ups. Um uns dementsprechend gut zu rüsten. Ich speichere nochmal zwischen. Da hinten ist schon der nächste. So, mit der Zeit muss ich diesmal ein bisschen genauer aufpassen, da ich meine Tastaturtreiber noch nicht drauf habe. Oh. Der hat der wohl mal gezwiebelt. Oh, hier hast du gleich noch einen. Yeah. Warte mal. Bevor ich jetzt hier nochmal denselben Bogen nehme, ich nehme jetzt mein Ebenholz und nehme noch einen... Ich nehme mal Glaspfeile. Die sollten reichen, um ihn down zu kriegen. Wir müssen ja jetzt nicht noch die richtig guten verschwenden. Warte mal. Ah, ich glaube, jetzt sieht er uns. Er sieht uns fast. Da hinten kommt der Nächste. Der soll uns gerade noch nicht entdecken. Oh. Huah. Wow. Alter Schwede. Ja. Ganz ruhig. Oh, ist ja gut. So, wait. Wie viele hat er jetzt noch? 3 Ladungen. Okay, wir haben noch... Eisschaden, das ist sehr gut. Kombinieren wir das gleich mal. Ja. Lebensenergie. Alter Schwede, warte. So. Nein! Ah, ein Glück. Oh, schön hat der gezeckt gerade. So, warte. Wir haben hier noch 2 Ladungen. Ach komm, die nehmen wir jetzt. Auf dass er sterbe. Bam. Geschafft. So. Ladungen sind alle bei dem hier. Da noch ein paar Eisenpfeile. Huch. Achso, ich muss die Steuerung nochmal anpassen. Fällt mir gerade auf. Ah, das mache ich dann. So, ach, schön. Glaspfeil wiederbekommen. Kerzenschein. Ich glaube, ich habe hier vorhin einen Pfeil kullern sehen. Kann das sein? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Bin mir ziemlich sicher. Oder, ach nee, ich glaube, das war sein Schwert. Was runtergekullert ist. Sei denn, das... Mal, kannst du mal deinen Arsch da wegbewegen? Kühnmarcher, okay. Nee, hier ist nur sein blödes Schwert. Aber das können wir nicht gebrauchen. Das können wir leider nämlich nicht in den Bogen einlegen. So, die Dinger hier machen mir ein bisschen Gedanken irgendwie. Weil ich nicht weiß, was sie tun. Nein, Raps. So, ist immer noch Leertaste. Nochmal eben zwischenspeichern. Haben wir hier irgendwie so eine Quelle am Start? Warte mal. Da geht's wieder hoch. Hier geht's gar nicht irgendwo hin. Hier ist ja einfach nur so eine Abstellkammer anscheinend. Was ist das da? Nichts. Okay, gut. Dann können wir, denke ich, mal weiter. So, ich kann gar nicht oft genug speichern hier gerade. Wir heilen uns noch mal ein bisschen. Soweit wir halt kommen. Kostet aber auch Mana, das Heilen, ne? So, momentan. Okay, hier ist erstmal eine Tür. Da unten sehe ich noch einen. Turmspitze des Fleisches. Ja, genau. Oh, da ist schon der Nächste. Ich überlege, ob wir das so machen, dass wir einfach durchrennen nach oben und uns den Siegelstein krallen. Ich habe so eine Vermutung, als ob unsere Überlebenschancen dann am höchsten sind. Probieren wir es einfach mal aus. Gespeichert und los geht's. Nein, Waffe weglegen. Wie meine ich das? F, okay. Ist hier noch was? Hier ist nichts. Da ist nur eine Tür. Ach, geh rein. So. Okay. Fuck.
Weiter, renn, 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 renn. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Egal, weiter, weiter, weiter. Autsch. Aua, aua, aua. Geh weg. Run, 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 run. So, was ist das hier? Thronspitze des Fleisches. Autsch, geh rein. Oh ne, der ist doof. Der ist doof. Was rede ich hier überhaupt für einen Dialekt gerade? Der ist doof. Oh, nächste Tür. Und weiter. Was ist da? Ist da irgendwas? Nee. Hoch, hoch, hoch. Moin, Jungs. Was ist das denn da? Oh nein. Doch nicht hier. Puh. Tür. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Hochheilen. Ich glaube, wir haben schon eine halbe Armee hinter uns. Och nö, nicht du hier. Huhuhuhu, Hilfe, Hilfe. Ja, Mana-Quelle, sehr gut. Gib mir Mana-Quelle. Boah. Wollte er mir die gerade nicht geben, aber egal. Huh, okay, ich glaube, wir haben es fast geschafft. Da oben ist es. Huh, ouch. Problem ist, dass die Steuerung jetzt gerade anders ist, wie vorher, bevor ich den Rechner neu aufgesetzt habe. Hilfe, huh. Die ist halt jetzt wieder auf Standard, da ich das Ding neu installieren musste. Ich hoffe, die ganzen Mods sind noch alle richtig am Start. Okay, wir haben es fast geschafft, Leute. Ich sehe da schon wieder Säcke rumstehen, die können wir auch nicht stehen lassen. Jawohl, den nehme ich noch mit und den nehme ich noch mit. Boah, Hilfe. Oh nein, geh weg. Sack. Goldnugget, Feuerschild, bliblablub, Gesellen, nehmen wir halt mit, egal. So, wow, geh weg. Oh nein, da hinten ist noch ein Sack, den will ich auch noch haben. Hoi! So, Seelensteine und Gold. Sehr gut, okay, jetzt auf nach oben, auf nach oben, auf nach oben. Huh, huh, nein, renn doch. Ist hier noch so ein Riesensack? Nein, hier ist kein Riesensack, hier ist nur der Ziegelstein. Der Sack ist schon leer. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich denke, das war jetzt gerade die bessere Möglichkeit, als dass wir uns da irgendwie versuchen durchzuquälen. Da ist Durchrennen dann vielleicht doch manchmal etwas besser. It is done. We got it. Puh, ich sehe schon, ich glaube, der Wassermod ist nicht mehr so ganz am Start, oder? Ihr könnt es ja mal vergleichen. Ich habe da gerade überhaupt keinen Vergleich am Start. Hm. Maybe, maybe. So, lass uns erstmal nachschauen, was wir für einen Siegelstein bekommen haben. Es ist, der überweltliche Sieg. Absorbieren Intelligenz. Okay. Na gut, wir könnten's. Ah, okay, absorbieren. Elfenbein, das andere war wahrscheinlich festigen, wa? Ja, festigen Intelligenz. Können wir theoretisch auch unsere Elfenbeinschienen anwenden? Ich glaube, die benutzen wir gar nicht. Nee, die liegen nur da so rum. Nee, dann können wir den erstmal gar nicht gebrauchen, leider. Hm, schade. Hey, wer bist du denn? Was? Weiß ich auch nicht. Gibt es ein Problem, Herrin? Bitte was, Herrin? Genug geredet. Ja, finde ich auch. Ach, Leute, ich muss mal ganz kurz hier, mich regt das gerade wirklich so ein bisschen auf. Tastenbelegung, warte mal. So, Leertaste ist aktivieren. Nein, E soll aktivieren sein. Und Springen ist dann Leertaste, genau. Und F ist aktuell Gegenstand Dingsbums, also Waffe rausziehen. Das mache ich mal auf R. Und F ist jetzt Sicht wechseln. Ja, das können wir so lassen, meinetwegen. Ist mir eigentlich egal, was auf F ist. So. Ach, schon viel besser. Komme ich viel besser klar, wenn du auf E die Aktivieren-Taste hast, für eine Tür oder sowas, ja. Das ist doch schon wesentlich entspannender. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren. Ah, hier ist sie ja, oder? Nee, gescheckte Pferd. Ich habe keinen Plan, wo unsere Schattenstute abgeblieben ist. Irgendwo müsste die rumgammeln. Okay. Alles klar, ich dachte gerade, das ist unsere Schattenstute, aber nö. Ah, so, checken wir erstmal ab hier. Wir brauchen dringendst Pfeile, aber sowas von dringender, so das dringender geht's gar nicht, ne? Was war der Blumenkind? Hä? Was? Blumenkind?
gelabert. Wirres Zeug, der Herr. So, nee, wie gesagt, ich hoffe drauf, dass die ganzen Mods noch alle intakt sind. Hör auf zu lenken, ich rendere doch gar nicht im Hintergrund. Jetzt muss ich erstmal hier, warte mal, das ist ein allgemeiner Händler. Wir brauchen einen Schmied. Ein Schmied wäre klasse. Ah, da hinten sowas, ja. Der dürfte Pfeile haben, hoffe ich, denke ich, schätze ich. Ein Waffenschmied-Experte kann Gegenstände über 100% reparieren und damit ihren Gegenstandswert erhöhen. Aha. So, dich kennen wir doch schon. Tun CUs oder sowas oder CEUs oder keine Ahnung was. Bitte fahrt fort. Ja, machen wir sofort. So. Lasst mich mal sehen, was ihr da habt. Eigentlich müssen wir mal unseren Kram reparieren lassen. Und da wir die meisten Sachen noch nicht selber reparieren können, oder eigentlich alle, die wir jetzt hier gerade haben, machen wir das einfach mal. Außer ein Ebenholzbogen, war vielleicht, oder? Du hast doch bestimmt Hämmerchens oder sowas. Ich habe die besten Waren. Gib mir deine Hämmerchens. So 5 Stück reichen erstmal. Den Preis kann ich mir nicht leisten. Oh, dann hat er seine Meinung mal zwischendurch etwas geändert. So 5 Stück reichen immer noch. Geht doch. Es war mir. So, wir machen sofort weiter. Ich will nur erstmal schnell Reparaturhammer. Ups, nein. Wunderbar. Es war ein Hammer draufgegangen, aber das Ding ist repariert. Wohl. Was einen lebendigen Helden von einem. Denn ihr wollt doch nicht zu den. Den kennen wir schon. Kommen wir zum Geschäft. Den kennen wir schon. So, 56 ist die Stimmung. Vielleicht können wir was drehen? Ja. Ja, können wir. So, hier freut er sich. Welche Abenteuer, wie ich euch beneide. Hier ist er böse. Diese Runde geht an euch. Das ist so lala. Verzeiht, erzählt nicht solchen Unfug. Das war ein bisschen doof. Moment, nochmal. Da ist böse. Weder jetzt noch. Meine Güte, was für ein Held. Ich kann nicht widersprechen. Verzeiht, ich verstehe nicht. Ich bin gerade überhaupt nicht dazu in der Lage, das hier anständig zu machen. Nochmal. Jetzt muss es klappen hier, sonst wäre ich böse. Da freut er sich. Dagegen ist mein gutes Argument. So. Versucht nicht. Das ist nicht komisch. Das sieht schon besser aus. Da ist er böse. Da freut er sich. Meine Güte, was für ein. Ihr braucht. Ich kämpfe. Das ist wirklich albern. Ja, nicht ganz. Warte. Faszinierend. Gutes Auge. Ihr braucht gar. Verzeiht, ich verstehe nicht. Naja, wenigstens ein bisschen. Bestechen könnten wir auch noch. Ihr seid gut. Ja, Rüstung. Das muss so reichen. Gehen wir also wieder auf 65. Und dann mal schauen. Elfenpfeile. Hm? Können wir die wegnehmen hier? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich dieses Angebot annehmen kann. Na, eigentlich war ich schon der Meinung, dass du das tust, aber dann halt nicht. So vielleicht? Ihr müsst mir schon ein besseres. Du bist ja ein Arsch. Geht doch. So, Silberpfeile nehme ich auch nochmal gleich mit. Ich hätte es euch nicht so billig verkaufen sollen. Och, ich finde das schon ganz okay so. Was sind das eigentlich? Haben wir die schon mal. Achso, ist eh zweihändig. Nee, egal. So, ich überlege die Eisenpfeile. Nee, passt schon. Und. Jetzt haben wir bei ihm. Seht euch meine Waren an. 66, okay. Na, geht doch. Wunderbar. Seht. Vor. Das hängt mit dem Amboss da. Nee, kann ich nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass man damit interagieren kann, aber nö. So. Jetzt haben wir wenigstens mal wieder ein paar Pfeile am Start. Muss mal ganz kurz gucken. Okay, wir haben noch ein paar Minuten. Was ist das denn? Hä? Ach so. Das war außer Reichweite, die Person. Ach, siehst du ja Reichweite. Ja, siehst du manchmal ganz schnell. Man kann hier nämlich noch die. Ach, mach ich dann. Ist ja alles nicht so wichtig. Können wir dann immer noch machen. Die ganzen Einstellungen nochmal optimieren. So, hier kann man nächtigen. Das brauchen wir gerade nicht. Ich würde ganz gerne eigentlich noch einen Waffenladen ausfindig machen. Dass wir ein paar Sachen noch einholen können. Nee, das nochmal nächtigen. Ich habe gerade eine Idee. Lass uns mal ganz kurz hier in den Laden gehen. Also, Kapelle halt, ne? Und dann hier ist da bestimmt nur so ein Freak-Priester. Was? Lol. Was? Hast du gerade einen Segen abgeholt oder was ist da los? Wiedersehen. Hau rein. Bist du irgendwas Besonderes? Silana Blandia, Heilerin der Kapelle von Leavin. Gepriesen seien die. Bla 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 bla. Wieso kannst du uns nichts beibringen? Seht euch vor. Was ist mit dir? Ich bin Afrus Adas. Ich bin der Priester des Zenitar in der Kapelle von Leavin. Mhm.
Okay, ah, der kann was beibringen. Kommen wir zum Geschäft. Bessere Erholung, Lebensenergie wiederherstellen. Ah, 20 Punkte für 2 Sekunden an Ziel. Auch nicht schlecht. Lebensenergie wiederherstellen an Ziel. Größere Wunden heilen. Das könnte klappen. Erfordert Wiederherstellungsfertigkeit 50. Weiß ich nicht genau, ob wir die haben, aber... Ich nehme das mal mit einfach. Ja, ohne zu, oder? Nee, komm, ein bisschen falschen können wir bestimmt. Oh, wir sind schon auf 78. Alter Schweden, der ist nur Vizant nach Stimmung von 32. Auf 97 könnte man gehen, ist das übel. Ich probiere es mal mit 90, also bestimmt zu viel sein. Mal schauen. Ich kann nicht so wenig da. Naja, das war mir schon klar. Machen wir vielleicht 85. Solche Geschäfte macht. Nee. Okay, seine Stimmung, ne? Das könnte... Ah, den macht er. Okay, größere Wunden immer noch. Überragende Erholung. Sauer an Ziel. Lebensenergie festigen könnte auch helfen. Krankheit heilen, Lähmung. Lähmung heilen wäre auch noch okay. Ein berührendes Doof. Okay, nehmen wir das erstmal. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Das nehmen wir erstmal so mit. Schönen Tag. Auch so, danke. So, schauen wir mal, was wir davon gebrauchen können. Warte mal, wir haben jetzt auf der 5 haben wir das mit der Mutternachtzärtlichkeits-Dingsbums. Ich probiere das mal. Ups. Ey, das funktioniert. Bam. Boah, alter Schwede. Genau, gleich erstmal über 50% Mana weg, ne? Aber heilt gut, muss ich sagen. Wie brauchen wir da? 57. Puh. So, warte mal. Dann haben wir noch Lebensenergie wiederherstellen. Okay, machen wir vielleicht den. Der scheint noch mehr zu brauchen. Ich glaube, der stellt auch der Doppelte dann her. Mal gucken, ob wir den überhaupt gebrauchen können. Oder momentan jedenfalls. Da stand doch was von wegen, eure Magie reicht nicht aus. Ja, das ist super. Wie viel brauchen wir denn dafür? 91. Und wir haben jetzt 91. Frage ist, wo finde ich das jetzt erstmal? Wiederherstellung. Ich habe 30, wow. Nee, dann kann das ja hier auch nicht hinhauen. Was ist denn das da oben? Ich blick's gerade nicht. Oder ist es das hier vorne? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wenn ihr da eine Information habt, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich weiß es nämlich gerade überhaupt nicht. Aber wenn er da sagt, Magie reicht nicht aus, dann nehmen wir mal lieber den hier. Gut. So, na gut, meine Lieben, dann würde ich vielleicht hier an der Stelle schon einfach mal reinhauen, weil jetzt noch was Neues zu beginnen würde sich, glaube ich, nicht so ganz lohnen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr so als nächstes Bock hättet. Ich weiß nicht, was wir schon eine Weile nicht mehr hatten. Also Dunkle Bruderschaft, da haben wir noch einen Auftrag auf jeden Fall offen. Das sind ja jetzt diese Special-Aufträge, ne? Die Bäume bewegen sich ja richtig. Ist mir das noch nie aufgefallen oder ist es neu? Keine Ahnung. Genau, also entweder hätten wir zum Beispiel Dunkle Bruderschaft, wie gesagt, im Angebot mit Special-Aufträgen eben, ne? Oder wir haben noch im Angebot die Diebesgilde. Da weiß ich gar nicht, was da jetzt am Start ist. Da hat man, glaube ich, zuletzt das mit dem Buch gehabt. Tja, ansonsten Kämpfergilde ist ja auch noch am Start, ne? Magiergilde steht irgendwann auch nochmal auf dem Plan, weil, ach, nehmen wir einfach alles mit, ne? Ja, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr so als nächstes Bock hättet. Bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden, also bis zur nächsten Folge. Es wird über ein Thema gesprochen. Der Xyphlon hatte mich darauf hingewiesen, dass wenn ein neues Thema hinzukommt, das irgendwas mit Questen zu tun hat. Ey, Blitzsport ab. Worum geht es hier? Weiß ich noch nicht. Julita Plotius. Ja, das ist toll. Seht euch vor. Na, wir kommen der Sache schon noch auf die Spur. Naja gut, meine Lieben, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, sobald ich abgespeichert habe. So, in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls for Oblivion und bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns, bis dann, ciao.